Er hat einen Bart wie Andreas Hofer und trägt Designer-Jeans. Schützen sind cool, das will der neue Chef vermitteln. Jürgen Wirth Anderlan ist am Wochenende zum Landeskommandant des Südtiroler Schützenbundes gewählt worden. Meine Kollegin Ute Niederfriediger hat den Landwirt und Skilehrer in Kaltern getroffen. Jürgen Wirth Anderlan gibt Vollgas. Erst vor wenigen Jahren in den Schützenbund eingetreten, ist er jetzt der neue Landeskommandant. Schützen sind ja nicht die, die den ganzen Tag mit Lederhosen rumlaufen und dem Land Tirol die Treue singen, sondern wir sind Leute, die mit beiden Beinen fest hier verwurzelt sind. Wir haben ein alltägliches Leben, wir sind auch modern. Wir haben Berufe von Politiker, vom Rechtsanwalt, Journalisten, von bis zum Bauern, bis zum Handwerker hin. Wir kennen unsere Geschichte, haben aber auch Visionen für die Zukunft und sind moderne und coole Leute. So gehst du mir nicht vor der Hitten. Diese Coolness transportiert auch das neue Video des Schützenbundes. Jung, frech, patriotisch. Also besser geht ja. Voll tätowiert und mit Andreas Hofer Bart. Für den Skilehrer und Landwirt ist Styling wichtig. Mir sind meine Haare ja relativ früh schon ausgefallen. Und es ist halt ziemlich langweilig, ins Boot zu gehen und dann immer nur die Zähne zu putzen und das Gesicht zu waschen. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ärgere ich ein bisschen meine Frau und halte mich auch ein bisschen länger auf. Und mittlerweile braucht ein Bart sehr, sehr viel Pflege. Und ja, das ist jetzt halt auch ein bisschen mein Markenzeichen geworden. Aber neben Äußerlichkeiten beruft sich der Neue auch auf innere Werte. Er sei ein Patriot durch und durch. Volkstumspolitik sei sein Hauptaugenmerk. Und das unabhängig von Parteien. Ich gehöre keiner Partei an. Und das ist auch gut, dass wir das so weiterhin behalten, weil genau das macht uns glaubwürdig. Weil ich denke, wenn man jetzt, es wird uns ja immer noch nachgesagt, wir stehen der Südtiroler Freiheit nach. Vor einem Jahr hat es geheißen, die Schützen übernehmen die Freiheitlichen. Vor Jahren waren wir bei der SVP sehr nahe. Aber ich glaube, das große Um und Auf ist, dass wir weiterhin Volkstumspolitik betreiben und diese überparteilich. Sein Weg soll neu sein, doch viele Einstellungen bleiben uralt. Frauen bei den Schützen etwa kann sich der Neue nicht vorstellen. Wir sind die Schützen und wir schützen auch unsere Magetenterinnen. Deshalb werden wir vorne die Kommandos übernehmen und alles zusammen. Und unsere wunderschönen Magetenterinnen mit der Miss Südtirol, was wir auch haben, wo wir sehr stolz drauf sind, werden uns begleiten und den Hauptmann weiterhin oder auch den Landeskommandanten umrahmen mit ihren wunderschönen Trachten. Ob im strammen Gleichschritt oder lässig auf zwei Rädern, die Schützen geben Vollgas.